Wow. Habt ihr auch dieses Sommerflair? Es ist so, ich komme gerade aus dem Zug übrigens. Es ist, ich bin 9-Euro-Ticket-Fan. Wo sind die 9-Euro-Ticket-Hools? Ja, Mann! That's the spirit. Das sind 3/4 des Publikums. Fantastisch. Ich bin auch wirklich, ich liebe es, oder? Ich komme richtig rum. Ich fahre nur noch Zug. Es macht so Bock. Also ich bin auch teilweise in Orten, da wollte ich nie sein. Egal. Es kostet nichts. Ich so, Karlau. Ich war in Karlau. Das ist in der Niederlausitz. Das ist genauso, wie man sich's vorstellt. Oder wenn ihr das Wort Niederlausitz hört, da weißt du sofort, da hat das Handy E. Das ist Karlau. Und da haben sich bei der Bahn gedacht, nee, da brauchen wir einen Bahnhof. Auf jeden Fall. Das ist nicht mal ein Dorf oder eine Stadt oder so. Das ist einfach eine Lichtung. Das ist ein Hotspot, wenn du ein Reh bist. So, und da bin ich umgestiegen in Karlau 2022. Ich war dabei. Ich hätte gern so ein T-Shirt. Es ist der Wahnsinn. Ich glaube wirklich so, die Bahn denkt sich so, wir wollen den Leuten zeigen, wie viel Euro fehlen zu einem normalen Ticket. Dass sie so sagen, so, nee, Freunde, das wird hier schön abgebummelt. In Karlau, da halten wir aber richtig lange, mein Freund. Natürlich, ja. Also das bezahlst du einfach mit Lebenszeit. Also und alle halbe Stunde kommt der Schaffner und fragt, wollen Sie nicht vielleicht doch ein ICE nehmen? Nee? Okay. Nee, dann komme ich in Karlau Süd nochmal auf Sie zu. Oh, da war ein ICE, haben Sie gesehen? Nee? Weil der schnell war. Und dann hast du immer eine Brigitte mit einem Trekkingrad, die das so verkantet in den Eingang. Aber ist mir egal. Völlig okay. Ich sag mal so, wenn das 9-Euro-Ticket dafür sorgt, dass es einen konstanten Zustrom von Punks nach Sylt gibt, hat sich die Sache doch gelohnt. Wie geil ist es bitte, dass Christian Lindner da Hochzeit feiert? Wie schön! Was für ein geiles Timing. Wie krass kann man eine Hochzeit crashen? Christian Lindner hat nicht so Bock aufs 9-Euro-Ticket. Ich glaube auch einfach, weil er ein bisschen eifersüchtig ist. Das war nicht seine Idee. Deswegen haben die bei der FDP gesagt, ne, wir wollen selber was erfinden. Ein eigenes Gesetz, das scheiße ist. Als Ausgleich. Ja, und ich sag mal so, ist ihnen gelungen. Ne, die haben dann gesagt, wir wollen einen Tankrabatt. Dann haben die das mit dem Tankrabatt gesagt. Und ich habe das jetzt erst gecheckt, wie die das gemacht haben mit dem Tankrabatt, wie sie sich das so vorgestellt haben, wie das funktioniert mit dem Tankrabatt. Also, die sind ja, also FDP erstmal muss ich vorstellen, die sind ja immer die FDP. Also das heißt, für die sind Konzerne die Guten. Ne, das muss man wissen. So, und dann haben die gedacht, ja, also die Konzerne, ja so Mineralölkonzerne, die sind ja gut. Also wenn es anders wäre, das würden wir ja wissen, da sind ja viele Freunde von uns. Und das sind ja auch alles keine Arschlöcher. So, und dann haben die so eine Energiesteuer erlassen, den Mineralölkonzern. 3 Milliarden Euro kostet das. Und dann haben die gedacht, naja gut, aber die Konzerne, die geben das ja dann weiter. Ne, weil den Mineralölkonzernen, denen geht es ja nicht um Profit. Denen geht es ja einfach darum, dass die Leute Sprit haben. Und dann haben die Mineralölkonzerne gedacht, ja, oder wir lassen die Preise einfach so und nehmen nochmal 3 Milliarden Euro mehr ein. Was wollt ihr machen? Ja, und dann ist wohl das passiert. Ja, und dann wird immer gesagt so, ja, okay, aber dann denke ich mir immer so, ja, wieso kann man das nicht irgendwie anders machen? Dann kann man dann wenigstens sagen so, okay, wir wollen irgendwie das 9-Euro-Ticket, das wollen wir behalten. Ja, da hat Christian Lindner schon gesagt, nee, das geht nicht. Nee, weil der hat jetzt gesagt, also wenn das jetzt immer mehr Richtung, da in die Richtung geht, dass jetzt Bus und Bahn, dass die kostenlos sind, ne, dann benutzen das ja so viele. Und das kann ja kein Mensch wollen. Nee, das geht dann leider nicht. So, und ich weiß, es klingt jetzt so mega gegen die FDP, so soll es gar nicht klingen. Ich glaube, die FDP ist eine super flexible Partei. Ich glaube, die FDP ist eine Partei, die sagt, Korruption ist keine Einbahnstraße. Das muss man schon sagen. Ich glaube, wenn man der FDP jetzt mehr zahlt, ja, als die Autolobby, dann machen die das, was du willst.
Das ist gar kein Problem. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das 9-Euro-Ticket, aber nennen es 10-Euro-Ticket. Und 1 Euro vom 10-Euro-Ticket geht direkt an die FDP. Wie geil wäre das? Da sollst du mal sehen, wie schnell der Wind sich dreht. Wie schnell die FDP auf einmal sagt, was? Ja, Bus und Bahn, ja klar, da sind wir Fans. Ja, natürlich sind wir Zugfans. Ich glaube überhaupt, du kannst der FDP super schnell Züge schmackhaft machen, wenn du denen sagst, da gibt's 2 Klassen. Da sagen die ja, mega geil. Ja, wobei, vielleicht ist denen die erste Klasse nicht elitär genug. Ich glaube, du brauchst auch ein Porsche-Abteil, ja, wo nur Leute reinkommen, die einen Porsche haben. Und stehen lassen, das ist Luxus. Na, aber glaube ich wirklich, dass die FDP sagt, ja klar, Zugfahren ist ein liberales Projekt, natürlich. Muss sich nie anschnallen, das ist Freiheit. Ja, selbstverständlich, ja. Und, nee, und ich glaube, die kämpfen dann richtig für Züge. Dass sie auf einmal sagen, so ja, natürlich, im RB Massagesitze, ja klar. Das muss ein Menschenrecht werden, selbstverständlich. Fahren Sie uns nach Sylt, Herr Schaffner. Aber fahren Sie vorher noch mal über die Niederlausitz. Wir wollen Arme sehen. Wirklich, das wäre mein Angebot jetzt an Christian Lindner. Ich mache ihm eine Bahncard 1000. Die habe ich dabei, die habe ich schon gebastelt. Das ist die Bahncard 1000. Ja, und da sage ich zu dir, Christian, bitte melde dich. Das hat extra scharfe Kanten zum Koks kleinhacken. Und das heißt für mich lebenslang Schrimps-Cocktails auf Haus, von mir persönlich bezahlt, wenn Christian Lindner sich dafür einsetzt, das 9-Euro-Ticket für immer zu haben. Wäre mein Angebot. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen zu Till Reiners Endcard. Hier kann man es abonnieren. Hier gibt es andere Videos, die man sich angucken kann. Das war's auch schon wieder bei Till Reiners Endcard.